25 Jahre lang haben sich die meisten Ehemaligen nicht mehr gesehen. Gemeint sind die im Schuljahr 1963-64 als 9. Klasse zusammen bei Klassenlehrer Aribert Maron die Schulbänke an der heutigen Lise-Weidner-Schule in Moderich drückten. Dringend war nun die Zeit, um mal wieder ein Klassentreffen ins Leben zu rufen. Da waren sich die Organisatoren Helga Olschenka und Pedala einig. Beide hatten in Liese über Kleinarbeit recherchiert, um die aktuellen Adressen der Ex-Schüler in Erfahrung zu bringen. Am Sonntag war es dann so, in den insgesamt 25 einzigen Klassenkameraden trafen sich 15 unter großem Hallo vor den Toren der Schule, die damals als Mittelpunktschule bezeichnet wurde. Als erster Programmpunkt stand nämlich die Besichtigung des damaligen Klassenraumes auf dem Programm. Schulleiter Gerhard Heinemann übernahm die Führung. Bevor es losging, steckten die Frauen und Männer gleich die Köpfe zusammen, plauderten angeregt und tauschten sich ab. Schnell waren vor allem bei den Männern die Erinnerung und gaben die eine und andere Anekdote zum Besten. Werner Schumacher schreibt in sein Gedächtnis und zeichnete dann ein Bild von allen Pädagogen, weil er wahrscheinlich als Autoritätsperson sich ernst genug genommen fühlte. Ich saß vorne an der Tafel und der Lehrer wollte, dass ich sie abwische. Ich hatte mich offenbar zu langsam gemacht. Er musste mir bis zum Ende der Stunde eine Standpauke anhören. Wenn ein Lehrer was sagte, dann musste man eben springen. Frau Klaus Dezernes ist ein besonderes Erlebnis aus diesem Tag. Ich bin ein Mitschüler. Wir waren eigentlich gute Freunde, hatten uns wegen einer Kleinigkeit gestritten. Da habe ich ihm ein Atlas auf den Kopf gehauen. Er war ohnmächtig geworden und musste wegen einer Gehirnerschütterung ärztlich behandelt werden. Von einem schlechten Gewissen getrieben und peinlich berührt, hatte sich Klaus gleich am nächsten Tag bei seinem buchstäblich angeschlagenen Frau in der Schulter. Da war das Thema aus der Welt. Wer das gewesen ist, da komme ich später drauf zurück. Nicht gleich so viel auf einmal. Und ich bin seit, das wollte eben gerade jemand fragen, seit auf jeden Fall mehr als 15 Jahren Schulleiter. Ein paar Bilder, wie es früher war. Da können Sie sich vielleicht ein ganz bisschen erinnern. Und ich habe schon mal hier auf dieser einen Fotokopie geguckt. Und ich glaube, ich weiß, wo dieses Klassenfoto entstanden ist. Da sieht es auch an. Das gucken wir uns an. Fragen dürfen Sie immer zwischendurch, aber einer nach dem anderen, nicht alle auf einmal, so wie in der Schulzentrum mit Haupt- und Realschule und damals gab es auch noch die Orientierungsstufe. Die wurde verändert. Und zwar lag das daran, dass in Stur, das wissen vielleicht einige, dass eine zweite Gruppe, der hier zur Schule ging, der konnte nur in Anführungsstrichen, entweder in der Hauptschule oder in der Realschule sein. Das heißt, man brauchte weder zu Hause noch den Nachbarn zu sagen, mein Kind geht nur in die Hauptschule und Kind geht zur KGS. Das Problem hier in Stur, sage ich mal, oder für den Landkreis Diepholz, es gibt vor 5 Jahren hat die Schule sich einen Namen gegeben. Ich sage nicht mal warum, was meine Idee war, dann darf ich es auch sagen. Hier eine KGS, in Brinkum eine KGS. Die Leute reden rum und dann fragt man sich, dann entwickelt sich das in so einem Prozess. Das weiß man nicht von Weizsäcker. Das sind dann aber schon ganz außergewöhnliche Personen. Sonst gehen eigentlich nur Tote. Wir sind bei der Frau doppelstöckig, wo sie ihren Klassenraum hat. Ganz sicher. Und das war hochgemauert bis unter die Decke. Und da nur so breite Lichtschnitte. Also das war schon hochinteressant. Sie haben eben die Tafel gesehen mit Lise Meiter. Davon eben, das hing immer im Klassenraum. Das waren so ein Kurzzeichen für irgendwas. Nehmen wir mal Eisen, Ferro. Wir gehen von einer Seite rein, nicht von hier. Nee, das kommt doch. Ja, von einer Seite. Hier hatten wir den Tempo. Aber ich habe da vorhin ein Foto gesehen. Da war hier vorne, das ist hier. Ne? Da war so ein im Abstand, was geht doch schon. Ja, mit dem vorne, ja. Die Sache fast ging.
wir. Ja, dann kam wir. Dann kamen wir. Nach dem Rundgang durch die alte Wirkungsstätte begaben sich die Frauen und Männer zum Schlemmen ins Gasthaus Nobel. Alle stellten sich kurz vor, um die grauen Zellen der Ex-Klassenkameraden anzuschauen und sich so wieder in Erinnerung zu rufen. Schnell machten auch Fotos aus der Schulzeit die Runde. Nach 25 Jahren war das ein erneutes Kennen. Es handelte sich sozusagen um einen Schnupperkurs an diesem Abend. Bis etwa 23 Uhr haben die ehemaligen getappt und es auch nicht versorgt, ein Wiedersehen, diesmal aber schon in 2 Jahren zu vereinen. Wir werden uns für das nächste Mal etwas anderes mit mehr Unternehmung überlegen, berichteten die beiden Organisatoren. Einer der beiden Organisatoren hatte bereits 2002 damit begonnen, die Wohnorte seiner damaligen Mitschüler herauszubekommen. Es war sehr schwierig bei den Frauen, die ihre Mädchennamen abgelegt hatten, schilderte der Organisator die Hürden, die er überwinden musste. Zwischendurch habe er eine Recherchepause eingelegt. Ab Mitte 2009 hat dann Helga Olschenka Hilfe angeboten und dem Organisator tatkräftig unter die Arme gegriffen. Und der Lohn der Mühe gab ihnen recht. Denn alle 25 Ex-Klassenkameraden konnten ermittelt werden. Und die ehemaligen Neuntklässler der heutigen Wiesenweidner Schule trafen sich nach 25 Jahren wieder und konnten endlich ihre Erinnerung austauschen. Nein, weil du das jetzt so sehen.